Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Horst Reiter und wir sind in Folge Nummer 14 von Astroneer. Ja, letztes Mal waren wir in der Höhle, haben da unten geguckt, da ist eine Pflanze, kein Tier, das hat der Mordrak mir gesagt. Pflanzen gibt es hier nur, es gibt keine Tiere und ja, diese Pflanze hat mich halt angegriffen und da müssen wir mal gucken, dass wir da weiterkommen. Wir sind zurückgelaufen, wir haben uns hier neue Dinge gemacht, Leitungen, die wir da runterlegen wollen. Das ist das, was wir jetzt in dieser Folge, denke ich mal, als nächstes machen und gucken, dass wir vielleicht an unser Material kommen, was da unten noch liegt, ne? Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Wir müssen hier lang, ne? Oder wie war das? War das diese Leitung? Ich glaube, es war diese Leitung. Wir gehen da mal lang. Und vorm Berg müssen wir, glaube ich, rechts abbiegen. So, ich glaube jetzt nach da, dann müssten wir zu dem Eingang kommen. Hier war das. So, genau. Ich will da nicht runterfallen. So, hier. Müssen wir mal gucken, dass wir da langsam runterkommen, aber nicht zu schnell. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Sauerstoff bis hier unten hin. Und da müssen wir mal gucken. Wo ist das Ding jetzt? Also dieses Geräusch soll wohl zu der Pflanze gehören, ne? Dahin liegen unsere Sachen auf jeden Fall. Und das Teil ist hier. Da ist die Wolke. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir da dran kommen. Ohne dass wir natürlich, ne, drauf gehen. Hier muss irgendwo eine Pflanze sein. Da ist sie. Oder? Ich glaube, Mordrak hat er gesagt, wenn ich die kaputt mache, dann ist gut. Wenn ich die ausgrabe, dann hört es auf. Zischrebe ist das, okay. Ich weiß aber nicht, wie ich die Zischrebe jetzt hier gemanagt kriege, ne? Entwurzeln, um Samen zu ernten. Ja, ja, genau. Aber wie kriege ich die da weg? Da sind alle meine Sachen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass ich gleich hier runterfalle, ne? Oder dass, so wie jetzt, die Wolke daneben herkommt. Okay, hier müssen wir gerade so ein Teil hinstellen, damit wir auf jeden Fall wieder sicher sind, safe sind. So, jetzt nochmal. Kann ich die jetzt entwurzeln? Nicht wirklich, ne?
Ich glaube, jetzt habe ich sie erwischt. Ja, sehr schön. Kann nur gepflanzt werden. Mutanten nicht kompatibel mit Forschungskammer, verschwindet wieder, wenn nicht eingepflanzt. Okay. Ja, nehmen wir mal mit erstmal, oder? Und gucken, was wir daraus machen können. Ja, gut. Der Aufstieg ist schwierig, aber wir haben es gerade geschafft, glaube ich. So, diese Pflanze habe ich, aber stand ja dabei, dass man die nicht forschen kann, ne? Dann ist die Frage, was wir damit machen können, ne? Wir können sie einpflanzen, aber wie können wir sie einpflanzen? Den Samen verschwindet, ja, weiß ich nicht. Gute Frage, oder? Was können wir damit machen? Ja, so, da haben wir sie jetzt, diesen Samen, ne? Da ist er. Kultivierbar. Samen, Mutanten, Zischrebe. Kann nur gepflanzt werden. Mutation nicht kompatibel. Mit Forschungskammer verschwindet. Wieder, wenn nicht eingepflanzt. Ja, sie fragt, wie kann ich sie einpflanzen? Dafür brauche ich bestimmt irgendwie einen Blumenkübel oder sowas, ne? Ja, wenn ich das mal alles wüsste, ne? Warte mal. Das gibt's bestimmt hier, oder? Verbindung. Rosa Drucker. Unterkunft. Was ist das? Autoextraktor. Solarstromanlage. Windturbine. Winter aus Sensorbogen. Großer Sensorring. Figurenplattform. Großer Rover, ach so, okay. Oh, eine Landeplattform könnte ich auch machen. Sehr interessant. Was haben wir denn noch hier so? Extra großes Lager. Müssten wir alles noch erforschen, wohl. Großer Sensorring. So, wenn ich jetzt nach rechts gehe, ist das der Autoextraktor. Ach, der macht das dann automatisch. Sehr cool. Wandelt jeden Schutt in Schrott um. Auch interessant. Da ist Sabbat. So, da haben wir hier Solarstromanlage, Windturbine. Mehr ist da nicht. Mit der Sensorbogen, XL-Sensorbogen, XL-Sensor-Balladjin. Großer Sensorring. Ganz viele Sensorringe, okay. Extra große gewölbte Plattform. XL erweiterte Plattform, okay. Figurenplattform, extra großes Lager, okay, auch nichts mehr. Und die letzte Ebene war jetzt der große Rover, Landeplattform, die war kleine Shuttle, okay. Kleine Shuttle können wir auch schon erforschen. Benötigt ein Triebwerk, okay. Großes Shuttle. Gut, dann haben wir hier noch. Großer Drucker. Schmelzofen. Erdzentrifuge. Chemielabor. Atmosphärenkondensator, okay. Ich brauche aber jetzt sowas wie zum Einpflanzen was. Solar, Wind. Plattform, Plattform, Plattform. Alles Plattform, okay. Ressourcenkanister. Fast bis Finger Nuggets eine einzige Ressource, okay. Silo, großer aktiver Speicher. Nee, das ist alles das nichts. Buggy. Großer Roversitz. Mittelgroßer Roversitz. V-Toll. Leichtflugzeug, okay. Belohnung für erfüllte Mission. War das ein Kran? Großes Nebelhorn. Dann haben wir hier noch eine Freizeitkugel. Mittelgroßer Drucker. Sauerstoffmacher.
Weiterer Schritterfeld, Unterkunft. Autoarm mit der Ressourcenkanister. Mit der Kanister für Flüssigkeiten, Erde mit der Ressourcenkanister. Energiesensor, Lagersensor, Batteriesensor, sehr schöne Sensoren. Tastenwiederholer, Näherungsinitiator, Verzögerungswiederholer, Zahlwiederholer. Ich brauche keine Ahnung. Netzschalter, Verteiler, ein Gewächshaus brauche ich. Stromgenerator, Gegenstand, okay. Plattform, 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 hohe Plattform, rote, große T-Plattform. Lager. Da gibt's nichts. Obersitze, Traktor. Aha, da kann man mit was ziehen. Das sind die Hänger dafür. Winde. Planierer. Bohrstärke. Bohrstärke 2. Bohrstärke 3. Feststoffschubdüse. Hydrazinschubdüse. Okay, Schubdüse war eben auch schon so. Jetzt ist noch der kleine Drucker. Verpacker. Ein Ebnungsblock. Okay, Sauerstoffmacher, interessant. 10.000. Leuchtstäbe, Flutlicht. Ich glaube, das gibt's nie, was ich haben möchte, oder wie? Geländewerkzeugerweiterung freigeschaltet. Breite Anpassung. Schmale Anpassung. Hämmer. Ausrichtungsmodus. Bohranpassung, mehrere Stufen, Dynamit, Feuerwerk, kleine Kamera, kleine Trompetenhupe, holographische Figur, Geländeanalysator, das wäre vielleicht interessant, kostet 2000, wir haben wir noch nicht, Sonnenscanner, Pfeffer Sprungbooster, Hydrazin Jetpack. Hydrazin haben wir auch noch nicht. Hoverboard. Das hört sich gut an. Belohnung für erfüllte Mission. Alles klar. Und das war's. Also ist jetzt leider nichts, wo ich was anpflanzen kann. Ja, das weiß ich dann auch nicht, wie ich das machen soll. Ob man hier so einfach was hinpflanzt oder so. Naja. Momentan sieht das nicht so aus, dass das in irgendeiner Form geht. Jetzt ist die Frage, wo stecke ich das hin, dass es nicht verschwindet? Naja, wenn, dann habe ich halt Pech gehabt, oder? Pack das Ding mal hier hin, in diesen Lagerbehälter und wollen hoffen, dass das so funktioniert. Okay, haben wir das erst. So, jetzt können wir aber unsere Sachen dann noch rausholen, fällt mir dazu ein. Deswegen waren wir da eigentlich hingelaufen. Dann gehen wir da jetzt mal runter. Und schauen zu, dass wir es kriegen, oder? Gucken wir mal. So, hier geht's abwärts. So, hier haben wir jetzt ganz viel gebohrt. Oh, da ist ein tieferes Loch. Da müssen wir also aufpassen, dass wir da nicht noch reinfallen. Und hier lag ja das Teil drin. Ich glaube, wir sind gerade reingefallen, ne, oder? Das hätte ja wieder gut geklappt, ne? Shit. Und wie komme ich wieder raus? Okay. Da ist eine Kapsel. Hier gibt es keine Leitung. Ja, schnell umschalten. Und eine Schräge basteln. Aber wie?
Okay. Ich glaube, das wird nichts. Die Panik steigt schon jetzt. Mal hoch da. Oh, jetzt nicht so komische Ansichten hier fabrizieren und okay. Ich krieg auf jeden Fall Sauerstoff, das ist schon mal gut. Gut, dass jetzt nichts Schlimmes passiert. Okay, wir haben schon mal uns einigermaßen wieder gerettet. So. Okay. Dann sind wir hier und fallen ins nächste Loch. Super. Wie kann ich denn jetzt hier rauskommen? Ich sehe so wenig. Wenn ich hier einen T setze, nee, passiert nichts. Oh. Diese Ansicht, das geht gar nicht, ne? Das wird jetzt eng. Ich hoffe, da ist hier irgendwo die Schräge. Wo ist die Schräge? Auch nicht zu weit weg. Hier ist die Schräge. Oder? Da ist die Schräge. Schnell da hoch, da gibt es den Sauerstoff. Okay, wir können uns wieder retten. Puh. Okay. Unsere Sachen sind hier, aber die können wir jetzt gar nicht mehr aufsammeln, oder was? Doch. Noch ein Sauerstofftank. Okay, den letzten kann ich nicht mehr mitnehmen. Das ist die Frage, was lasse ich hier, was nehme ich mit, ne? Das war, glaube ich, Gemisch. Ja. So, jetzt lass uns gerade sitzen. Ja, hier geht jetzt Sauerstoff lang. So, jetzt wieder das Werkzeug schnell raus. So, jetzt kommen wir hier hoch, oder? Ja. Puh. Okay. Kommen wir da jetzt hoch? Ja. Okay, hier ist ein bisschen schwierig, aber wir haben es doch noch geschafft.
Boah, jetzt muss ich erst ins Lager, weil ich jetzt gerade ein bisschen, ne, gestresst bin von der Tortur. Aber wir haben unsere Sachen wieder. Eingemischt liegt da unten noch, das ist jetzt nicht schlimm. Wir sind erstmal wieder raus. Das ist auch gut. Gehen gerade wieder zu unserer Basis. Und dann würde ich auch sagen, speichern wir erst wieder ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.